bin sehr, sehr aufgeregt. Das erste Mal Entscheidungskochen und das in der letzten Runde. Ich bin halt sehr im Tunnel und fokussiert. Tim wird mir gleich alles abverlangen und da muss ich dann im Kopf komplett bei ihm und bei dem Löffel sein. Der Ehrgeiz ist einfach unglaublich groß, jetzt auch noch weiterzukommen. So die letzten Schritte jetzt auch hier noch mitmachen zu können. Heute ist nur ein Kampf mehr, mit ganz Herz, mit viel Freude. Ich werde so viel Spaß haben und geht nur an das Beste zu geben. So ihr Lieben, jetzt kommt's. Das letzte Entscheidungskochen vor dem Finale. Und Vicky und ich als eure beiden Lieblingsweihnachtsengel drücken euch und euren Kandidatinnen und Kandidaten natürlich ganz doll die Daumen, dass das jetzt gut wird. Hier sind Katrin, Mary Ann, Hannes und Dennis. Ihr Lieben, bisher war die Sendung ja sehr fröhlich und sehr freundlich. Aber wie es im Leben nun mal so kommt, irgendwann wird's ernst. Vier von euch sind jetzt noch im Rennen. Aber tatsächlich haben wir nur noch zwei Tickets fürs Finale. Das bedeutet, zwei von euch werden heute auf jeden Fall die Show verlassen. Es ist absolut natürlich im Bereich des Möglichen, dass ich heute beide verliere und nur Nina ins Finale kommt. Es ist entscheidend für uns im Team Rot, was wird das Thema sein? Wir haben heute schon gewichtelt. Gewürze. Wir haben Weihnachtsgerichte gekocht. Ein Thema fehlt aber noch. Jetzt, wenn du Silvester sagst. In der Vorweihnachtszeit. Okay. Gibt es immer eine ganz besonders leckere Spezialität. Plätzle? Die auf großen Tellern mitten auf dem Tisch stehen. Nein, 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 nein. Keine nicht Plätzle. Backen. Nicht doch. Backen. Nein. Plätzchen. Ich liebe Kekse. Deswegen habe ich mitgebracht Weihnachtsgebäck. Also Mary Ann ist alles aus dem Gesicht gefallen und Hannes hat mich angeguckt, als wäre die Welt gerade untergegangen. Ich fühle mich sehr los mit dem Thema. Warum noch mal süß? Warum noch mal süß? Es wird keine Lose geben, denn, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, ihr sollt jetzt in euch reinhorchen. Was ist euer liebstes Plätzchen? Und sollt daraus einen süßen, weihnachtlichen Löffel interpretieren. Ich verbinde mit Plätzchen vor allem, dass ich sie nicht selbst mache. Es muss kein Plätzchen zu sehen sein. Okay. Sondern lasst euch von dem Thema Plätzchen inspirieren und nehmt es mit auf den Löffel und präsentiert es mir. Davon ein Dessert zu machen, fand ich schwierig. Sehr schwierig. Ich kenne schon ein paar, die ein bisschen fluchen werden gleich. Ich finde Plätzchen scheiße. Und vor allen Dingen sie zu backen. Das gehört dazu, es ist ein Wettkampf. Meine Liebe, das ist dein Stichwort für deinen dezenten Abgang. Wir sehen Danke. Dich in 60 toi, Minuten toi, toi. Wieder. Macht's gut. Vicky Fuchs. Fällt mir wirklich schwer zu klatschen. Und auch du, lieber Frank, du darfst dich jetzt in die Kandidaten-Lounge zurückziehen, denn du hast alle deine Kandidaten bereits im Finale. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle schon mal. Frank, Respekt. Gratuliere. Frank. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Glück ist das Richtige gerade. Wie war das nochmal? Die Besseren tschüss, mögen tschüss, ins tschüss. Finale kommen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wunderbar. Ciao, so, bis Frank nächste darf Woche. Schon mal gehen. Und um die Zutaten in Franks Küche müssen wir uns auch keine Sorgen machen, denn die gehen ja wie immer, wie uns das wichtig ist, an die Tafel. Es gibt sehr viele Bedürftige, die auch Weihnachten feiern möchten. Und mit den Zutaten kann man tolle Sachen kochen. Und da freuen wir uns alle sehr drüber. Eure Lieblingsplätzchen, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, als Inspiration für eure weihnachtlichen Löffel. Ich drücke euch die Daumen, es sind 60 Minuten Kochzeit und die starten genau jetzt. Tim, ich hol schon mal meine Sachen, ja? Ja. Na, ich hatte direkt die Idee, auf den Spekulatius zu gehen, weil die esse ich persönlich gerne. Und die kann man auch relativ leicht interpretieren auf dem Löffel. Was machst du? Ich werde Hippen machen. Okay, die streichen so ganz dünn auf. Genau. Machst die Hippenmasse, Katrepis rein, ne, damit das wie Spekulatius schmeckt. Was möchtest du noch machen? Nougatmus. Okay, wenn du den Löffel von der Seite siehst, hast du hier das Mousse. Und dann hast du ganz viele dünne kleine Hippen. Okay, Chef. Ich mache Hippen mit Spekulatius und Lebkuchengewürz mit Nougat
Orangenkompott und Haselnuss. Was machst du? Also, Topfenknödel. Ja. Brösel mit Katrepis drin, dass die Spekulatius Duft haben. Die Topfenknödel, okay. Dann würde ich den Teig sofort machen. Gut. Ich mache einen gefüllten Topfenknödel mit Spekulatiusbröseln, Pflaumenkompott und brauner Butter. Ich würde sagen, ein Teil frische Pflaumen und ein Teil getrocknete Pflaumen. Kochen wir einen leichten Sud. Ja. Und tun etwas Vanille mit rein. Jawohl. Und schmecken ihn dann mit Rum ab. Sehr gut. Ich esse meistens herbere Plätzchen, ich mag gerne Nüsse, ich mag gerne irgendwas mit Alkohol und mit Rum, als was das klassische Mürbeteigplätzchen. Dann haben wir unten drin auf den Löffel so Rum, Zwetschgen, Vanillesauce, den Ball drauf, wir müssen schauen, wie groß er ist, und die Haselnüsse drüber. Und es gibt Quarkplätzchen, es gibt aber auch genauso Haselnussspitzbuben, die unter anderem auch mit Pflaume gefüllt werden. Ja. Wir machen jetzt erstmal den Teig, dafür holst du mal alles her. Hasta la vista. Das ist meine einzige Sorge, dass sie unser Plätzchen einfach nicht kennt oder nicht verorten kann. Aber es geht ja auch darum, der Dennis muss ja auch ein Plätzchen machen können, wo er sagt, ja, das ist aber, da liegt aber mein Herz dran. Bei mir gibt es eine Art Florentiner, also so ein Quarkbällchen gefüllt mit einem Pflaumenmus. Dazu einen Pflaumenkompott und einen Haselnussschmelz. So, jetzt muss ich aber Gas geben. Milch, Sahne, Eier, Zucker, das ist das Allerwichtigste. Wir werden ein Dessert ums Vanillekipferl machen. Und was passt da besser als eine Creme Brûlée? Dann vielleicht ein Apfel- oder Blutorangen-Ragout dazu. Dazu ein Mini-Vanillekipferl und dann noch geröstete Mandeln. Ich bin mir eigentlich sicher, dass man das schon hinkriegt, dass man ein Plätzchen daraus schmeckt. Also du willst die Creme Brûlée machen, ja? Ja, bitte. Für die Creme Brûlée habe ich Milch und Sahne, Zucker, ein bisschen Salz und eine Vanilleschote aufgekocht. Ich habe Eier getrennt, ich brauche nämlich nur das Eigelb dafür und habe das dann bei 120 Grad pochiert. Zucker mit rein? Zucker kannst du rein, genau. Oder ist, okay. Hey, hast du den Zucker jetzt nicht abgewogen? Nein. Wie viel hast du reingegeben? 2,5 Löffel ist ein 75 Gramm Zucker. Wie viel? Passt 75 Gramm. Also da wirst du eh noch einen brauchen. Ein Löffel hat ca. 20 Gramm. Aber schau, dass du dich jetzt bitte... Hey, okay. Hey, ja. Komm mal her. Okay. Her. Hey, alles okay, gut. Wir machen das jetzt. Wir machen entspannen. Entspann dich. Okay. Okay? Ja. Ich bin da. Ja. Dankeschön. Ja? Lass dich zurückfallen. Okay? Okay. Ich bin da. Komm. Okay. Alles gut. Ich trenne jetzt Eier. Ganz entspannt. Trenn 4 Eier, wie wenn wir bei dir zu Hause sind. Okay. Es hat wirklich noch mal einmal so einen Twist gegeben dann für mich im Kopf. Und dann konnte ich ein bisschen entspannter weitermachen. So. Was tust du denn in den Teig? Wie geht denn der? Die Quarkbällchen habe ich gemacht, indem ich den Quark mit dem Ei verrührt habe. Meine Frau, die wird jetzt gucken und wird sagen, joi, er macht Plätzchen. Dann habe ich Zucker dran gemacht, ein bisschen Zitronenschale. Dann habe ich das Mehl einrieseln lassen, haben dieses gut durchgerührt. Ja. So, jetzt machen wir da ein bisschen Zimt mit rein. Ja. Ist auch in deinem Sinne, ne? Ja, natürlich. Gut, alles gut. Wir brauchen ja Weihnachten. Wir brauchen ja Weihnachten. Wir müssen Weihnachten kommen. Genau. Ja. So. Es geht ja auch nicht nur um Weihnachten, es geht auch um ein Plätzle, ne? Genau. Super. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Sehr gut. Dann haben wir jetzt den Teig erstmal fertig. Dann müssen wir uns jetzt schon um die Füllung kümmern. Topfenknödel habe ich noch nie gemacht. Risiko. Erneut. Muss man bei der Konkurrenz. Ist dir das zu fest genug? Ich habe keine Ahnung davon. Gut, ich kann ja nicht wirklich. Also, es ist aber viel zu feucht. Also, das kann man nicht abdrehen. Ich mache noch ein bisschen Grieß rein. Ja, definitiv. Hast du da schon Grieß dran? Komm mal her nochmal damit. Grieß und Paniermehl. Also, du kannst daraus auf jeden Fall keine Nocke drehen. Alex, ganz kurz. Der macht Topfenknödel. Ja. Ist die Masse immer noch so flüssig-breiig oder muss die schon... Topfen immer abhängen. Die Masse muss kompakt sein. Okay, Topfen hat er nicht abgehängt. Mehr Grieß rein. Grieß, danke. So, komm her. Also, du hast den Topfen nicht abgehängt. So, ruhig bleiben. Ja, alles gut. Guck mich an. Ja. Bleib ruhig. Okay. Du musst jetzt auf jeden Fall noch mal beides ranmachen. Mhm. Du rührst. Na. Warte, ich hol das Hannes, Grieß. Was machst Grieß. Du? Komm jetzt zu mir und bleib ruhig, bitte. Nein, du musst dich jetzt fokussieren. Das ist dein A und O. So, du musst rühren und ich gebe dir was dazu. Okay, jetzt wird es schon deutlich fester. Mhm. Ja. Reicht dir das? Das reicht mir, ja.
Der zieht ja auch noch an jetzt. Ich bin jetzt auch der Letzte, der beim Backen wirklich eine große Hilfe ist. Das, was ich natürlich versuche, ist jetzt meine beiden Kandidaten aromatisch zu begleiten. Hast du was von dem Lebkuchenmix genommen? Nein, gar nichts. Okay, scheiße. Da ist natürlich im Lebkuchen ist immer dieses, weißt du, dieser spezielle Duft drin. Ist die Hippenmasse schon fertig? Ja, ist schon fertig. Aber die, ich wollte die probieren. Warte. Sie, Chef, sorry. Hört auf, so chaotisch zu sein. Das ist doof. Der Teig für die Hippen, den hat sie angerührt, hat dann aber vergessen, Lebkuchengewürz ranzumachen. Was ganz wichtig ist, weil da Hirschhornsalz drin ist. Das hat einfach ein eigenes Aroma. Das kannst du mit Quatre Pis, also dieser französischen Mischung, nicht gleichsetzen. Warte. Miriam, nicht unruhig werden, ne? Wir bleiben ruhig heute. Ganz, ganz wichtig. Ah, na gut. Kalten stellen, Ruhe lassen, Ofen läuft schon auf 160 Grad. Ganz wenig Wasser nur rein? Ja. Wir haben die Löffel ins Wasserbad gestellt, weil durch das Wasserbad mehr Hitze um den Löffel rotieren kann. Und das macht man halt bei der Crème Brûlée so. Also die Schwierigkeit bei dem Gericht ist auf jeden Fall, müssen wir halt schauen, dass die Crème Brûlée halt stockt, dass sie irgendwie fest wird im Ofen. Und vor allem bei dem Teig, das ist ein traditioneller Teig. Meine Oma zum Beispiel, die macht den Teig, dann lässt sie den einen Tag stehen. Am nächsten Tag wird er geformt, dann rausgebacken. Wir haben nur eine Stunde. Du weißt, wie der Teig auszuschauen hat, ne, Alex? Ja, es soll ein Teig sein und kein Matsch. Das ist sehr schlunzig. Fuck. Gib mal noch Mandelbrösel dazu. Ja. Das war der Moment, wo man sich so denkt, okay, das geht jetzt nicht so auf. Ich? Unter Strom? Nee. Pass auf, wir machen jetzt einfach ganz easy. Gib den Teig her. So, der Teig war viel zu weich. Ich habe versucht, cool zu bleiben. Schau mal her. Wir machen das jetzt so, dass wir diese Masse einfach rausbacken. Und dann schauen wir, was passiert. Okay. Eieiei. Das rinnt auch so davon. Shit. Back das einfach mal aus und das gebe ich in den Kühlschrank. Hab mir aber innerlich gedacht, hey, scheiße. Ich glaube, dass die Masse einfach länger ziehen muss, wie Vanillekipferl in der Zeit. Ja. Jetzt nimmst du das, stellst es da drauf und rührst schön langsam drin rum. Jawohl. Weil da machen wir jetzt unsere Brösel-Haselnussbutter, die wir brauchen für oben drüber. Ja. Und da bleibst du jetzt ein bisschen dabei, bitte, weil das ist wichtig. Dennis ist jetzt gerade im maximalen aufgeregten Bereich und ich weiß, was er dann immer macht. Er hudelt. Er denkt sich auch, oh, ist schon fertig. Nein. Ich weiß schon, das dauert jetzt einen Moment, aber da können wir nichts ändern dran. Ist gut. Das Risiko bei meinem Gericht ist, dass ich in der Zeit nicht fertig bin. Ich habe da noch was gefunden hinten. Lebkuchen wird gemahlen. Das riecht noch viel, viel besser als Quatre Pis, weil Hirschhornsalz mit drin ist. Mhm. Das nehmen wir auf jeden Fall. Für also alles. Okay. Also heißt, in deinem Fall für die Brösel. Willst du die probieren? Okay. Super, Hannes. Wir können exakt 100 Löffel schicken. Sehr schönes Mise en place. Hier. Lieber zu viel als zu wenig. Ja. Mhm. Schmeckt wirklich richtig genial. Mhm. Da hat sie fantastisch auch gesalzen, so dass es nicht zu süß war. Sehr, sehr crunchig. Einmal mit dem Löffel gegenhauen. Schneller. Und nicht an einem Punkt. Das ist wie Fleisch oder Fisch würzen. Du gehst an alle Stellen, nicht in der Mitte. Aber mach. Die Zeit läuft uns weg. Jetzt mach mal was ganz crazy ist. Okay. Wir holen die Crème Brûlée raus und schauen, ob die fest ist. Oh ja, es wird fester. Der ist jetzt natürlich zerstört, aber der dickt auf jeden Fall jetzt langsam an. Wir müssen auch noch auskühlen, damit er auch noch mal ein bisschen... Das jetzt. Ja, dauert. Leider zu lange. Das ist viel zu lange, ja. Aber schmeckt gut. Ich würde tatsächlich sogar schon mal ein, zwei Löffel rausholen davon und die einfach mal kalt stellen und gucken, was passiert. Lass aber einen drinnen, bitte. Ja, mache ich. Dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt laufe ich aus dem Studio und jetzt fahre ich nach Hause. Ganz ehrlich, da hatte ich keinen Bock mehr. So, und die Vanillekipferlmasse bitte auch raus. Im schlimmsten Fall machen wir etwas anderes. Man denkt, Vanillekipferl ist halt irgendwie voll easy, ist so ein bisschen Mürbeteig mit Vanillegeschmack. Nein, ist es halt eben nicht. Also ein Vanillekipferl ist eigentlich relativ aufwendig im Vergleich zu anderen Plätzchen. Hey, ich sag dir was, die Masse, wenn man die rasten lässt, ist das ein super Vanillekipferlteig. Aber in der Zeit einfach nicht machbar. Der Teig war viel zu weich, als hätte man jetzt eine Rolle oder als hätte man den Teig jetzt wirklich in schöne Kipferl formen können. Ich muss jetzt kurz nachdenken. Nachdenken.
was ich so toll fand, war die Ruhe. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Das waren 10 Sekunden. Kannst du stehen lassen. Gut. Ruhe ist eigentlich nur ein Ausdruck von innerer Stärke, klarem Plan, Eindeutigkeit. Ich finde alles super. Wir haben jetzt einen tollen Pflaumensud. Wir haben die Haselnussschmelze, sensationell. Jetzt backen wir noch meine tollen Quarkbällchen auf und dann bauen wir da mal einen ganz gescheiten Löffel hin. Möchtest du mich daran teilhaben lassen, was du da gerade machst? Den Mousse. Aber das muss gar nicht so viel Mousse sein. Das muss fest werden. Die hat schon Gelatin drin. So, und jetzt helfe ich dir mal ganz kurz. Jawohl, weil ansonsten haben wir das gleiche Desaster wie mit Crema Catalana. Hä? Um Gottes Willen, ey, hoffentlich wird das fest. Das ist wieder so ein heißer Ritt. Und dann stellst du die Pfanne auf 2 Eisbeutel. Jawohl, Chef. Und wenn man das in Frost darstellt, dann leitet Metall deutlich besser als Plastik oder Glas. Zack, rein zu. Komm, schnell. Okay, Marianne, wir müssen jetzt backen. Jawohl, Chef. Sonst wird das nichts. Ganz dünn. Richtig dünn aufstreichen. Alles klar, packen. Schau mal, ich habe mir überlegt, also, wenn man einen Kippfall... Chef! Ja? Hast du die Palette? Dass wir das Kippfall... Oh, geil. Ha? Oh, geile Idee. Ist das gut? Ja. Auf jeden Fall. Schau mal her, jetzt haben wir einen Kippfall. Das ist richtig sauber. Oh. Geil. Komm. Fantastisch. Weiter. Das Wichtige ist natürlich, dass man, wenn man diesen Teig rausnimmt, dass man den schnell aussticht, weil der wird relativ schnell wieder fest und mürbe. Wir haben Vanillekipferl ausgestochen, ich halte es nicht mehr. Oma, es tut mir leid. Was? Das mache ich nie wieder. Okay, hast du das? Aber es ist geil. Es ist okay. Fantastisch. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Ja, wir haben einfach wirklich wie von der Maschine produzierte Vanillekipferl gemacht. Die waren perfekt. Zeig mal die Crème Brûlée. Oh, die zieht nach jetzt. Ja, die ist perfekt. Die geht. Pass auf, lass die noch drin. Ich raste vollkommen aus. Ja. Und langsam komme ich in Weihnachtsstimmung. Gib die anderen auch noch rein. Die wird super, die Crème Brûlée. So, jetzt sind wir wieder auf Schiene. Jawohl. Okay, Hannes, Pflaumenkompott kocht. Spekulatiusbrösel hast du? Ja. Und Knödel musst du jetzt machen? Ja, mache ich. Weil die müssen rein. Alex, eine ganz kurze Frage. Wie lange brauchen Knödel zum Kochen? Einmal aufkochen, 15 Minuten ziehen lassen mindestens. Fuck. Hast du gehört? Scheiße. Ja. Okay, du machst jetzt noch 2 und dann was ist. Danke dir. Guck bitte nach dem Teig. Jawohl, ich habe Angst, dass wenn der Teig verbrennt, Marianne, wir haben keine Chance mehr, nochmal zu backen. Jawohl. Das ist unsere einzige Chance. Jawohl, Chef, ich bleibe doch. Mutti, die Dinger müssen rein. Hannes, sind die Klöße drin? Wie viele sind drin? Wie viele sind drin? Noch keiner. Soll ich die ausmachen, die jetzt? Nein, sie müssen einmal aufkochen. Okay. Mach bitte die Topfenknödel da jetzt rein. Da ist nicht genug Flüssigkeit drin, ne? Ja, soll ich mit Wasser auffüllen? Ja, Herr im Himmel, ey. Dann gieß ein bisschen, mach einen Deckel drauf, ne? Und oh Gott. Deckel. Hannes. Es hat nicht aufgekocht. Warum hörst du nicht zu? Ja, irgendwann steht man einen halben Meter vor ihm und starrt ihm in die Augen und muss dann halt die Kontenance bewahren und dann da nicht irgendwie zusammenbrechen. Den Deckel da drauf. Okay. Ich habe dir genau gesagt, was du machen sollst. Ja, du hast alles klar, es nicht Chef. Gemacht. Okay. Ich habe ihn 2-3 Mal wirklich zur Raison geholt und habe gesagt, guck mich an, lass es uns zusammen machen. Dafür bin ich doch da, ich bin dein Coach. Dass die auch schön ausbacken, dass sie schön golden wären. Das war so eigentlich die größte Fallhöhe, die wir hatten. Gar kein Problem, alles gut. Wir frittieren gerade. Ja, kein Problem. Ich habe ein Problem, weil ich unsere Idee kenne, aber noch nicht weiß, wie wir die Eindeutigkeit noch besser hinkriegen. Ich sag's mal so, was Fettgebackenes ist selten an Weihnachten. Ne? Mit den anderen Aromen müssen wir das ein bisschen verstecken. Richtet ihr den Bunsenbrenner her?
Komm, jetzt müssen wir es noch hinkriegen. Hol jetzt. Creme Brûlée? Ja, Creme Brûlée, come on. Das Wichtige bei der Creme Brûlée ist, dass die auspochiert wird, dann muss man die stehen lassen. Im warmen Zustand kann man die Creme Brûlée nicht flammen. Den Teller, wir sind, glaube ich, auch gut fertig. Sie waren super. Waren richtig, richtig gut. Pass auf, ganz wichtig. Du gehst jetzt von deiner Seite aus nach vorne. Weil wenn du hinten flammst und vorgehst, brennt das hinten immer weiter. Okay? Ja, immer wieder weggehen. Warte noch. Stopp. Nee, nee, alles gut. Das passt schon. Das ist super. Okay, cool. Ziehen lassen bei ausgeschaltetem Herd, richtig? Sieh. Gut, okay. Dann ist alles. Dann brauchst du nur noch den Löffel mit den Löchern drin, damit du es da drin wälzen kannst. Ja. Aber guck mich an ja. und sprich mit mir. Du machst die zuerst auf den Teller, damit da schon Flüssigkeit weggeht. Und dann ist ganz wichtig, wie du sie da reinmachst. Das ist kein Schnitzel, was du panieren willst, sondern das ist ein zarter, feiner, kleiner Elfentopfenknödel, den du zart reingleiten lässt. Dann nimmst du einen Löffel von der Panade von der Seite, gibst es drauf, drückst es ganz leicht an. Du brauchst einen perfekten Knödel. Das war's. Okay, alles klar. Das du. Das ist dein? Noch einen Löffel. Es tut mir leid. Es muss so aussehen, Marianne. Es muss so in der Mitte zentriert sein, damit das funktioniert. Guck, lass hier hinten Platz. Fang da an. So? Hoch, hoch, hoch. Da hinten, da vorne noch ein bisschen. Stopp. Jetzt den Sud angießen. Los. Überall oder jalla, 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 ja. Überall. Rauf, rauf, rauf. Der ganze Löffel. Einmal kurz Orangensud. Okay, stopp. Und guck nach dem Teig bitte. Guck nach dem Teig. Definitiv zu groß, deswegen halbieren. Super, oh, schau mal. Schön, ja. Schön gebacken. Schön Danke. Gebacken. Dann noch ein wenig aushöhlen, dass wir dann die ganzen anderen Aromen, die noch mehr an Plätzchen erinnern, da natürlich auch positionieren können. Tim geht nicht. Was? Die macht sie kaputt, wenn wir das ausstechen. Schneiden. Und der dunkle Teig hier, das ist der gute, das ist der gute. Sieh, schneiden, 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 schneiden. Und jetzt steckst du die dann alle ganz nah miteinander rein. Ja? Vielleicht sieht das sogar noch besser aus, weil das so Wild-Style ist. Ja? Okay, und jetzt alles voll, den ganzen Löffel. Dann muss alles voll sein. Sie hat gesagt, viel Kreativität. Ja, jetzt kriegst du ja Masterpiece auf Kreativität und Angst. Okay, Tim, dann setze ich jetzt drauf, ne? Genau, ganz kurz. Ja, okay. Der ist rund, der nicht? Ja. Okay, der ist sehr fest geworden. Okay, drauf. Der Klops ist sehr, sehr groß geworden. Der Grieß ist halt einfach aufgegangen. Ja. Da hätte ihn Alex viel besser coachen können. Und das ist mein Fehler, das muss ich auch einfach auch so sagen. Ich war in so einem krassen Gefühlschaos aus, gerade war da noch irgendwie alles super scheiße und jetzt haben wir da diesen wunderschönen Löffel stehen. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Das war ein Vanille-Kipferl-Creme-Brûlée-Kunstwerk. Wir werden fertig. Auf dem Löffel ist all das drauf, was auf einem Haselnussgebäck mit Pflaumen drauf ist. Wie findest du? Ich finde ihn mega. Ich auch. Dieser Löffel ist echt bombastisch gut. Drücken, das noch runterdrücken. Einfach reindrücken. Ein in die Masse. 8, 7, 6. Reindrücken, reindrücken, reindrücken. Das ist ein total durchgeknallter, geiler Löffel. Der aber natürlich ganz klar auch ein bisschen fordernd ist, weil er ist nicht plakativ. Du musst es entdecken, du musst es spüren, du musst es lieben. Und ich hoffe, dass das reicht. Das Kochen mit Katrin hätte nicht besser laufen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt gerne irgendwas anderes sagen, aber das war eigentlich perfekt. Alles gut, Chef. Wir sind keine Plätzchenbacker. Scheiß-Thema. Ja. Das war heute wirklich ein herausforderndes Kochen. Und tja, es sind nur noch 4 übrig, 2 davon werden ins Finale gehen und natürlich habe ich die größte Hoffnung, dass wir weiterkommen. Danke, Dominik. Vielen Dank.
Aufpassen. Das duftet und duftet wirklich sehr, sehr gut. Sie ist wirklich sehr zu beneiden. Unsere Gastjurorin aus dem Schwarzwald. Hier ist Victoria Fuchs. Hallo, Vicky. Hallo. Willkommen zurück. So, bisher gab es heute nur Finaltickets. Ja. Nur glückliche Gesichter, keine traurigen Gesichter. Ja. Aber jetzt ist tatsächlich gleich der Zeitpunkt gekommen, dass du mit deiner Entscheidung zwei von unseren Kandidaten nach Hause schicken wirst. Oh. Und um dir eine Meinung zu bilden, musst du natürlich verkosten. Ja, klar. Deshalb wünschen wir dir von Herzen einen guten Appetit. Danke. War spannend. Ich glaube, ich fange beim Vanillekipferl an. Wurde ausgestochen, nicht gekipft. Unten drunter ist so eine Vanillecreme, das sieht man gut. Finde ich sehr schön angerichtet. Mhm. Mal sehen, ob es auch so schmeckt. Ich hoffe einfach, dass sie all diese Arbeit in diesem Löffel erkennt. Mhm. Das schmeckt ja auf jeden Fall. Das hier, ein ganz verrücktes, finde ich, man isst dann Plätzchen und es ist ganz mürbe, es ist vanillig, es ist leicht, es gibt eine gebrannte Creme. Es ist sehr gut. Yes, geiler Löffel, guter Löffel, ihr gefällt's. Dann mache ich hier weiter. Ist es das, was Vicky Fuchs erwartet? Merkt sie, dass es um Nussplätzchen geht? Es gibt eine Soße und obendrauf sieht man grobes Meersalz. Mein Gefühl ist, dass wir einen fantastischen Löffel gemacht haben, der aber natürlich ganz klar auch ein bisschen fordernd ist, weil er ist nicht plakativ. Ist eine Art Quarkbällchen, sehr viel Alkohol, sehr intensiv. Weihnachtliche Noten auf jeden Fall da, Rum da, Orange da. Sehr gut, vielen Dank. In dem Moment habe ich so gedacht, du würdest für dein Leben gern weiterkommen, dass das wirklich so reicht dafür. Ich mache hier weiter. Ja. Das sieht für mich eher aus wie ein kleiner Topfenknödel. Hat eine ganz tolle so eine Glühweinnote unten drunter. Die gefällt mir sehr gut. Mhm. Knödel ist vielleicht ein Tick fest. Wusste ich schon. Ist natürlich nicht gut, dass sie es genauso sieht. Aber dieser Sud darunter transportiert es ganz gut mit. Ist auf jeden Fall auch voll Weihnachten durch dieses Glühweinzeug und Spekulatius. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Jetzt machen wir das Letzte, was wirklich ein bisschen verrückter aussieht. Das hat chaotisch geschaut. Das war nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ist auf jeden Fall ein dekonstruiertes Plätzchen. Ich habe nicht gewusst, ob das so kreativ ist. Schmeckt wie so ein Spekulatius auch, aber geschichteter, filigraner. Durch die Bitternoten der Zitrusfrucht macht es ein bisschen auf, gibt dir ein bisschen Kraft. Auch tatsächlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Die Hoffnungstür ist wieder offen. Also halten wir mal fest, alle vier Löffel haben die Aufgabe erfüllt. Auf jeden Fall. Jetzt gilt es festzustellen, welche Löffel sind finalwürdig und welche haben das Finale ganz knapp verpasst. Wir fangen erstmal mit einer richtig tollen Nachricht an. Und zwar möchte ich von dir wissen, welcher Löffel ist für dich von diesen Vieren der erste, der jetzt auf jeden Fall ins Finale gehört. Mit meiner ersten Entscheidung tue ich mich wirklich außergewöhnlich einfach. Ah. Ich will wirklich mit meinem Herz in das Finale kommen. Ja.
Wer so ein Vanillegipfel. Yeah! Yes! Liebe Katrin, das bedeutet, du bist auch im Finale. Oh mein Gott. Mir ist eine absolute Last von den Schultern gefallen und ich habe es gar nicht verstanden. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich bin im Finale. Liebe Vicky, jetzt möchte ich von dir noch eine Entscheidung hören. Und mit dieser Entscheidung wird allen klar sein, wer ist jetzt noch weiter im Finale? Ja. Und wer muss uns heute leider verlassen? Zeig uns jetzt bitte den zweiten finalwürdigen Löffel für dich. Der zweite finalwürdige Löffel hat es geschafft, eine wunderbare Textur auf den Löffel zu bringen. Und wegen kleiner Nuancen und einer Großartigkeit mit so einem Gewürz dann doch so gut umzugehen, ist für mich der Spekulatius-Löffel weiter. Und das ist der Löffel von Mary Ann. Herzlichen Glückwunsch, auch du bist im Finale. Danke. Das war so eine Emotion. Hier bist du glücklich, weil du weiterkommst, oder bist du traurig, weil sie gehen musste? Das bedeutet leider für Hannes und für Dennis. Für euch ist leider die Reise bei The Taste vorbei. Lieber Dennis, ich bin einfach nur stolz auf dich. Dankeschön. The Taste war eine riesengroße Reise und ich freue mich auch für jeden, der ins Finale gekommen ist, weil ich sie alle mag. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Du hast es echt, echt toll gemacht. Ich bin stolz darauf, wie weit ich gekommen bin. Und war eine geile Erfahrung. Ja, liebe Vicky, es war uns ein Fest, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass ich vielen, da sein durfte. Vielen Dank. Komm bitte ganz bald wieder. Auf jeden Fall. Und nimm dir für nächste Woche nichts vor. Denn das ist das große Finale. Ah. Bitte einschalten. Ja, auf jeden Fall. Und Sie zu Hause bitte auch einschalten. Ja. Zur gewohnten Zeit. Wir sind hier zum großen Finale von The Taste. Bis dahin. Ahoi.